Ja, leider fehlt Duisburgs Trainer Carsten Baumann, der König von Duisburg. 10 Tore, Manu Nwegbu muss wegen einer Erkältung passen. Bitter für Duisburg, vor diesem Westklassiker zwischen Preußen Münster und dem MSV. Die Gäste aus Duisburg in Orange, trotz des Fehlens von Nwegbu, mit spielerisch guten Leuten wie Pierre de Witt, der heute auf der 6 spielt, um mehr Kreativität in Duisburgs Aufbauspiel zu bringen. Das ist Kevin Wolze, Münster steht tief, das Foul von Rechtsverteidiger Riedl. Der Freistoß, eine Sache für Pierre de Witt. 1-0 Duisburg, Traumtor. Drei Kreuzbandrisse warfen de Witt in seiner Karriere insgesamt zurück. Der einzige Grund, warum solch ein Spieler in der dritten Liga aktiv ist. Die Antwort von Münster, die hier auf tiefem Boden zu Hause behäbig wirken. Taylor. Amori Bischoff hat die Übersicht und dann mal Dennis Grote, der hier entscheidend von Duisburgs Verteidigern attackiert wird, aber kein Foulspiel. Die Gäste spielerisch überlegen, die Preußen hingegen statisch. Immer wieder wurde die Startformation durcheinander gewirbelt. Duisburg einfach schnörkellose, halbe Stunde fast rum, Wolze, beinahe das 2-0. Es wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen. Der MSV taktisch besser, zwingt Münster immer wieder zu Fehlern. 0-1 zur Pause. Die Preußen schwach. Benjamin Siegert beispielsweise kam schon aus taktischen Gründen nach einer guten halben Stunde. Gebracht hat es nichts. Zweite Hälfte. Münsters Trainer Ralf Lohse hat es in der Pause scheppern lassen, hat noch zweimal gewechselt. Die Gastgeber also schon mit 3 wechseln und plötzlich mit mehr Mut. Taylor mit dem Pass für Grote, Ausgleich. Dennis Grote heute neu im Team für Gaetano Manno. Duisburg zu weit aufgerückt. Matthew Taylor mit seinem Ausweichen auf den Flügel, der Urheber der Aktion. Seine Hereingabe noch abgefälscht, was die MSV-Hintermannschaft aus der Balance bringt. Das Match hat jetzt einen ganz anderen Charakter. Münster hat jetzt verstanden, dass Duisburg außen hart zu knacken ist, aber innen ganz weich. Piosek macht das gut. Alles eine Bewegung. Sucht direkt den Abschluss. Münsters Trainer Ralf Lohse ist hier nicht unbedingt beliebt, weil er immer mal wieder Publikumslieblinge aus dem Kader streicht, was der Vorstand allerdings nicht so toll findet, weil betroffene Spieler wie Kara recht teuer sind. Mehmet Kara darf heute wieder im Kader sein, wurde zur Pause eingewechselt mit diesem tollen Flügelwechsel. Benjamin Siegert und wieder Mehmet Kara. Fußballgott nennen sie ihn hier. Der schönste Angriff des Spiels. Eingeleitet und abgeschlossen von Mehmet Kara. 90 Minuten sind vorbei. Schlussphase. Von Duisburg kommt nichts mehr. Der eingewechselte Kara. Trickreich. Ofosu Aye und Ratajczak in Duisburgs Tor klären im Duett. Ecke also nochmal für Preußen Münster. Kommt von Dennis Grote. Und das ist der eingewechselte Simon Scherder. Und jetzt eskaliert Münster. Unfassbar. 4 Duisburger sind um, aber nicht an Simon Scherder. Duisburg kraftlos muss dem hohen Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen. Ich frage mich allerdings, warum Duisburg hier nicht mit Manndeckung, sondern im Raum verteidigt. 2-1 Ende. Carsten Baumann ist sauer, wollte noch mal wechseln vor der Ecke. Dem Matchwinner aus Münster ist das egal. Wir haben bisher eine relativ durchwachsene Saison gehabt und solche Siege, wo der Mannschaftsgeist oder Teamgeist nochmal ein bisschen rauskommt, ist das, glaube ich, sehr wichtig. Vor allem für Ralf Lohse, der mit seinem ständigen Wechsel in der Aufstellung für Unruhe im Team gesorgt hatte, die jetzt erstmal aufhören dürfte, denn Münster hat 3 der letzten 4 Heimspiele gewonnen.